Hallo, hier der Xavier mit der vierten Folge von Spookys Jumpscare Menschen. Der Froh ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Und was haben wir? I don't think that was wine. Ah, da gab es da vorher was. Ich habe nicht alles gelesen gehabt. Ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen zu sehr durchgerannt. Davor war irgendwie. Genau, und etwas vom Weinkeller, ja, und also nicht vom Weinkeller, aber da hat etwas getrunken gehabt und ja, schmeckt auch irgendwie metallisch und dann, also es kam ihm nicht so ganz koscher vor und dann stellte er gerade fest, oh, ich glaube, das war kein Wein. Und er weiß, was das dann sonst bedeutet. Game over? Was? Warum? Ich weiß auch nicht. Weißt du was? Vielleicht genau deswegen, keine Ahnung. Ja, ich war im Raum, konnte nicht mehr raus. Da musst du wahrscheinlich diese Situation erstmal vermeiden. Ja, manchmal ist es ja nicht anders. Manchmal sind da solche. Ich renn mal lieber. Und wo ist da wieder so ein Pi? Es ist spannende Musik. Ich muss durch. Nein, hier. Raus. Hier, nein. Das war der falsche Weg. Da ist es schon wieder. Dieses komische Alien hier. So, 152, 153, 154. Wieder dieser grüne Schleim. Und weiter. Und hier haben wir nichts weiter. Okay, können wir weiter rennen. Jetzt können wir hier lang. Links und oh Gott. So, theoretisch bei 165 müsste er weg sein. Ansonsten bei 170. Die Stelle in diesem Spiel liebe ich. Die ist so schön atmosphärisch. Und geht genau in die Art von Spielen, die ich halt wirklich sehr mag. Locked, natürlich. Hier können wir rein, natürlich. Und jetzt müssen wir aufpassen. So, japanische Zeichen. Japanisch. Sie sieht alles nicht, jedenfalls nicht europäisch aus. Kann ich jedenfalls ein bisschen anders. Aber hier ist doch alles gut. Aber ich höre was und das gefällt mir nicht. Mir gefällt gerade auch so vieles nicht. Immer noch am Rätseln. Immer noch eingesperrt gewesen. Ah ja. Depot ist mich übrigens gerade. Nicht mehr weitergekommen. Ach nee, das war ja schon in der Folge drin. Oh Gott, ich. Ich hänge 810 fest, wie gesagt. Und sobald du was aufnimmst, kriegst du die Tür nicht auf und sobald du dich umdrehst, kommt da so ein komisches Viech. Da musst du wahrscheinlich alles vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. I need to hide? Du musst dich verstecken. Wie? Wie denn? Hier ist der Weg, wo ich mich verstecken kann. Oder verbergen. Jetzt nur mal für euch, hier diese Schatten darf ich nicht anlaufen, weil. Damit das jetzt erstmal klar ist. Okay, hier ist aber glaube ich nichts weiter. So, und die Schatten sind halt überall, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. So, aber hier ist glaube ich nichts weiter. Guck mal hier mal.
Aber was? Das sieht auch sehr berühmt aus. Gut. Wer kennt's nicht? Matsuri never came to class today. I hope she made it home. Okay. Dieses Vieh kommt mir sehr von einem Anime bekannt vor. Das war auch schon so gruselig, weil es niemals sprach, sondern quasi, ich weiß nicht, ob das einfach nur mit Gedanken sprach, aber es sah sehr gruselig aus, weil es seine Lippen nie bewegt hat. Magica, und das ist Magica. Und das Magisches. War aber nicht ohne die Story, so weil ich das noch im Kopf hatte. Habe. So, hier ist jetzt im Moment gar nichts los. Schon I thought the fairy tales about across that he's generals. Was? Was just to keep it. That man is still missing. Das hört sich alles kein bisschen beruhigend an, um ehrlich zu sein. Hab ich schon fertig gemacht. Da! Geh weg von der Ecke. Die wird uns bestimmt jetzt wieder folgen. 165, also 180 bis 180 ganz bestimmt. Sag mal, täusche ich mich oder ändert sich jedes Mal die Melodie und die Räume, wenn man von vorne anfängt? Da, ja. Ich wundere mich gerade, hä? Das ist wie bei SCP, die Räumlichkeiten ändern sich immer wieder so ein bisschen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die bleiben konstant, aber meistens ändert sich alles. Ja, schön. Bei meinem Pech habe ich bestimmt gleich bei 810 wieder das blöde Schloss. Ja, das wird die einzige Konstante sein. Nein, nicht hier lang. Ist doch kacke. Da ist er schon wieder. Also solange die Melodie da ist, sind wir natürlich nicht in Sicherheit. Was wird wahrscheinlich diese Matsuri sein? Ah, wir dürften es eigentlich gleich geschafft haben, wenn ich mir das gerade so anschaue. 180 sollte realistisch sein. Tada! Schon haben wir eine bisschen andere Atmosphäre, die aber genauso bedrohlich ist. Dim, 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 dim. Das Einzige, was ich finde, es könnte ruhig so ein bisschen, obwohl hier gibt es auch mit der Bedrohlichkeit, also so ein bisschen dunkler wie bei SCP sein. Das habe ich ja sehr geliebt. Und da werde ich bestimmt auch wieder Folgen irgendwann machen, aber momentan habe ich so dermaßen viele andere Projekte gerade, dass ich die, also auch geplante Projekte, die ich erstmal durchziehen will. Ach ja, und das hier ist auch so ein kleines Minigame, kann man auch mal so machen. Start. Einfach. Yay. So. Das ist total. Total sinnlos. Eigentlich. Hey. Eigentlich muss man so viel killen wie möglich, damit oben auch diese Anzeige bleibt. Nicht wirklich schwierig. Beim letzten Mal habe ich das Ewigkeiten spielen können, das, also, ja, komm, Exit. Achso, okay, einfach weiter, weil, was soll's. Das ist schon wieder, also ich müsste, glaube ich, gleich einfach mal aufmachen, dann sieht man ein bisschen mehr. Mal ab der nächsten Folge gleich.
Gibt es nur den einen Weg. So, ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass sich das alles so immer ein bisschen wiederholt. Also die Räumlichkeiten selber sind zwar immer wieder random, aber doch immer wieder ähnlich oder gleich. Halt einfach nur immer wieder neu ausgewirft. Oh Gott. Immer mal einen ganz kurzen Cut. Und da bin ich wieder. Ich habe einfach alles aufgemacht und habe dann festgestellt, dass es trotzdem noch zu dunkel ist. Schauen wir mal. So, jetzt. Bei der Sache müssen wir nach dem Klang gehen. Und zwar, heraus. Funktioniert irgendwie nicht. Okay, gehen wir nach links. Aha, dann noch einmal. So, jetzt nach links. Hat nicht funktioniert. Gut, gehen wir nochmal geradeaus. Immer noch. Okay, gehen wir nach rechts. Okay, nach links. Ah ja. Dann nochmal links. Okay. Geradeaus. Achso, Moment. Ich da jetzt durch. Raus. Geradeaus. Rechts. Geradeaus. Okay. Links. Moment. Raus, geradeaus. Okay. Das Spiel wäre schon langsam. Zwei. Warte mal. Versuchen wir nochmal. Oh, ich hasse das so sehr. Gib mir gerade genauso. Oder eins. Nein, so. Ah, links, rechts. Moment. Ich habe nicht die Geduld, das die ganze Zeit zu wiederholen. Ein Zettel, der nicht... Ja, den könnte ich mal beschreiben. Links. Rechts. Geradeaus. Raus. Achso, ist wahrscheinlich total unsinnig. Weil. War wohl richtig? Mal schauen, ob das beim nächsten Mal auch so ist, denn das wird sich definitiv irgendwann wiederholen. Auch wenn man unter Zeitdruck ist. Okay. Das erste dieser Räume. Das ist immer so nervig. Gib mich doch einen Schlüssel! Ja, wie gesagt, es könnte sein, dass du das in einer bestimmten Reihenfolge wahrscheinlich machen musst. Aber nicht im Schloss hier. Wieder so ein Vieh, so kurz vor Schluss, ne? 98, ja, muss ja spannend sein. Nein, lass mich hier durch. Und damit sind wir schon. Sicher. Dies war es von der inzwischen vierten Folge von Spookys Jumpscare Menschen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber und die Frau, die noch im Hintergrund ist. Mhm. Immer noch bei 810. Ja. Ja, das könnte noch eine Weile dauern. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euer hatten wir ja schon. Bis dann.